Hallo, ich bin Madame Wormuth. In diesem Video geht es um die Deklination der Relativpronomen. Hier lernst du, was ein Relativpronomen ist, was seine Aufgabe im Relativsatz ist und wie die Relativpronomen in den vier Fällen Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ dekliniert werden. Voraussetzungen: Du solltest bereits wissen, wie man den bestimmten Artikel, der, die, das, dekliniert. Das ist sehr hilfreich für dieses Video, denn die Deklinationen von beiden sind bis auf ein paar Ausnahmen gleich. Wenn Deutsch deine Muttersprache ist, kannst du das alles schon automatisch. Aber hier lernst du, es einzuordnen und mit Grammatikbegriffen zu benennen. Was bedeutet also Relativpronomen? Das ist wieder mal Latein, wie fast immer, wenn wir es mit Grammatikbegriffen zu tun haben. Pronomen kommt von pro nomine und bedeutet für das Nomen, für das Wort. Relativ heißt in Beziehung zu, im Verhältnis zu, bezüglich. Ein Relativpronomen ist also ein bezügliches Fürwort, ein Fürwort, das sich auf ein anderes Wort bezieht. Was ist die Aufgabe eines Relativpronomens? Und was ist ein Relativsatz? Ein Relativpronomen leitet einen Nebensatz ein. Der Nebensatz ist... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com